Willkommen zu einer neuen Folge von dem Spiel Notruf 112, die Feuerwehrsimulation zusammen mit der Berufsrettung Wien beziehungsweise der Berufsfeuerwehr Stadt Wien. Und ja, ich habe es ja angekündigt letzte Folge. Erst war ich ja unsicher, soll ich es doch weiter zeigen? Und dann habe ich gesagt, komm, wenn du die Folge im Einsatz beendest, dann machst du noch eine Folge mit diesem Skinback. Und ja, ne? Wir kommen jetzt gerade aus dem Einsatz zurück. Wir haben ja letzte Folge den LKW gelöscht. Da gab es jetzt gerade noch ein paar Probleme mit der KI. Die wollte nicht so, aber ich hab's behoben, Leute. Ich habe sie dann mal eben selber gesteuert. Der Herr, der das Fahrzeug gelöscht hat, der wollte irgendwie nämlich nicht seinen Schlauch wieder ins, oder seinen Tragekorb, oder Schlauchtragekorb, oder wie heißt das jetzt, ins Fahrzeug bringen. Deshalb, ja, wollte das sie nicht hier. Aber wir haben schon, das gibt's doch gar nicht, wir haben schon wieder Nacht oder Tag. Einen neuen Tag. Aber ist ja noch nicht. Ich guck gerade auf Uhr 20:57, dann ja. Das geht ja immer relativ schnell hier. Aber okay. Gut, dann freue ich mich auf einen neuen Einsatz, wenn wir gleich eingeparkt haben. Beziehungsweise bekommen wir erstmal eine Auswertung. Komm, ich mach mal Einsatzbereiter wieder auf Wache. Der RTW ist jetzt auch mit rausgefahren eben, oder? Ach genau, da steht er noch. Ach, was ist denn da passiert? Teilweise denkst du dir, wo bist du hier gelandet? Wo bist du hier gelandet, Mensch? Aber alles gut. So, dann steigen wir aus. Und ich hoffe mal, dass wir bald den neuen Einsatz erleben. Ich glaube, ich sag schon seit 10 Folgen oder so, dass ich mich darauf freue. Ah, okay, 10 Folgen ist ein bisschen jetzt übertrieben. Aber er kommt einfach nicht. Er kommt einfach nicht. Das gibt's doch gar nicht. Der Snaff ist auch irgendwie rausgefahren, ne? Aber optisch muss ich sagen, sieht er schon nicht schlecht aus. Kann man mal machen. Auf jeden Fall. So, unter dem Stichwort LKW-Brand wurde die Feuerwehr zum Autobahnabschnitt der A42 gerufen. Bei Ankunft an der Einsatzstelle stand der Motorraum des Fahrzeugs in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte die Ausbreitung und auf die Zugmaschine verhindert werden. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Okay, den habe ich ja auch gar nicht gesehen. Während des Einsatzes musste der Autobahnabschnitt in beiden Richtungen gesperrt werden. Okay, deshalb keine Autos. Das haben die Entwickler clever gelöst. Okay, kann er, wie gesagt, im Echtleben auch so sein. So, dann bin ich mal gespannt, ob da was Neues für uns gleich reinkommt. Hier bin ich selten, in der zweiten Etage, ne? Genau. Ach, genau. Ich glaube, hier habe ich auch schon mal die Folge beendet. Genau. Ich glaube, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber hier ist zu. Ist auch offen. Ja, okay, jetzt weiß ich, was der Carsten meinte. Wir müssen das mal hier alles ausräumen und die Türen verschließen. Boah, ist ja echt Wahnsinn. Das ist ja, Mensch. Fitnessraum. Mensch. Alles haben wir noch gar nicht erkundet. Ah, hier ist abgeschlossen. Gut. Da gehen wir noch einen hoch. Jetzt ein Kaffee? Okay, auch nicht schlecht. Komm, trinken wir einen Kaffee. Trinken wir einen Kaffee. Jo. Ihr habt jetzt nicht gehört. Ich habe mich gemutet. Nein, alles gut. Es kann doch nicht sein, das ist ja, jede zweite Folge ist Nacht. Das gibt's doch nicht. Oder Abend. Kann man das vielleicht auch irgendwo einstellen? Ich schau mal eine Option. Vielleicht finde ich da ja was. Im Spiel. Nee, abbrechen. Grafik? Nee, auch nicht. Wirklich nicht, oder? Oder sieht man mal meine Grafikeinstellung? Also es kam jetzt mit der Zeit viel Neues dazu an Grafikeinstellungen. Genau, Rückspiel habe ich hier an. Ja. Ja. Genau. Abbrechen. Zurück zum Spiel. Ja. Ist echt schon schnell, ne? Finde ich schon echt krass. Muss ich mal so sagen. Bis da was
Verkehrsunfall 3 einge. Ah, okay. Person eingeklemmt. Nur Löschgruppen. Okay. Dann machen wir mal den. Ach komm, Maschinisten. Was ist denn jetzt los? Hallo? Hilfeleitung. Verkehrsunfall VU3. Was sind das jetzt hier? Für LF24. RTW 1. NEF1. Jetzt geht's wieder, okay. Ich konnte gerade irgendwie mich nicht nach links und rechts bewegen. Was war das denn? Jetzt geht's wieder. Gut, dann können wir, ja. Blaulicht, Abhörnlicht, KW-Beleuchtung und dann würde ich sagen, sind alle drin? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, oh, sind alle drin, okay. Gut. Die Straßen sind ziemlich. Oh, hier ist es passiert. Das ist ja ganz in der Nähe, Mensch. Das ist ja echt ganz in der Nähe. So, dann machen wir mal eben Warnblinker an. So. Wir müssen noch eben auf die Kollegen warten. Ach komm, ihr könnt ruhig noch ein bisschen reinfahren. Mensch. So, jetzt darf ich auch mal hier was machen. Meine Güte. Na, habe ich das jetzt gleichzeitig mit offen gemacht? Ah, ne, ich glaube. Ah, okay. Jetzt machen wir das Licht mal. Zack. Passt, ne? Wunderbar. Einbaupumpe kontrollieren. Läuft. Darf ich noch was anderes machen? Ich möchte wirklich mal richtig arbeiten. Ah ja, das ist schön. Das will ich machen. Das ist doch mal eine Aufgabe. Okay. Seitenschneider. Vor allem, das ist auch ein cooler Anblick, ne? Ja, holen wir mal eben. Oh, ich muss hierher, sonst nehme ich das Fahrzeug hier noch mit. Eben auf den Boden legen. Ah, hier ist er ja. Genau. Da. Genau. Eben abtrennen. Und da muss ich auf einmal alles machen. Das ist auch interessant. Ja, sonst meckerst du ja immer. Heute darfst du alles machen. So. Ah, der Blinker an. Der hat noch Blinker an. So. Wahrscheinlich muss ich jetzt wieder den Spreizer oder so nehmen. Hm, noch nicht. Jetzt macht er erstmal hier das Türchen offen. So. Jetzt sind wir nochmal dran. Ach. Wunderbar. Ja. Kommen Sie denn raus. Sie sehen noch fit aus eigentlich. Hydraulikschere. Meine Güte, Serie. Das ist ja hier echt Wahnsinn. Und ich ja alles bedienen darf. Wobei das ist ja nicht das erste Mal, dass ich hier diesen einer spiele. Boah. Passt. So. Mach mal die Scheiben kaputt. Seht ihr das schon hier? Ja, das Auto ist hier schrottreif auf jeden Fall. Das kann hier abgeholt werden. Hier ist gar nicht die Polizei da, ne? Das ist auch. Oder cool wäre ja auch, wenn die jetzt doch später ankommen würde. Oder dass wir mal eher am Einsatzort wären und dann kommt die Polizei. Ah, das ist ja wieder. Ja. 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 Oh, ja, nicht gefunkt. Machen wir mal da. Also reingetroffen hier. Zack. Wunderbar. Ich glaube, jetzt holen sie so raus, oder? Müssen wir das Dach auch noch? Das könnte auch sein. Ich glaube, das Dach müssen wir auch noch, tatsächlich. Das ist ein lang. Ah, doch, jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Oder? Ne, wir machen das Dach jetzt auch noch offen, meine ich. Ja. Erstmal werden die Scheiben kaputt gemacht. Er hat jetzt so eine Decke, damit ihm nichts passiert. Oder nichts weiterhin passiert. So. Dann einmal offen schneiden. Ah, jetzt.
So, wo muss ich noch hin? Gar nicht? Doch, da. Wir haben es ja gleich geschafft, Monsieur. Beruhigen Sie sich. Ich muss auf der anderen Seite, denke ich mal, auch. Deswegen. Genau. Wunderbar. Ja, hier muss ich auch noch. Ach, genau. Ach, ich habe eben an der falschen Stelle mal. Wusste ich doch, irgendwie war das so komisch. Oder war das richtig? Ich glaube, ach, das war mal nicht richtig. Ach, schaut euch das an. Cabriolet. So. Also prinzipiell wären wir jetzt hier fertig. Können wir alles einpacken, oder? Dann packe ich auch mal hier die Hydraulikschere weg. Ach, wir müssen noch eben gleich ab. Bindemittel verteilen, genau. So, wie sieht's aus? Ach, er macht das hier eben. Wir können auch nicht dabei einpacken, weil ich hier noch den Besen nutzen will. Was habe ich jetzt in der Hand? Ach, Kanister. Kanister. So, jetzt habe ich hier bei dem Besen haben. Danke. Ah. Wunderbar. Da haben wir den Besen. Schrupp, schrupp, schrupp. Ab ins Rolltor. Hallöchen. Ja, wunderbar. So, das müsste jetzt aber gewesen sein. Genau. Jetzt muss ich auch noch die Warten reingehen. Heute bist du aber echt dabei. So, dann packen wir noch die Warnblitzleuchte, die Weitwarnblitzleuchte, so heißt es ja. Genau. Und dann ist die Ende im Gelände. Und dann war es das mit der Berufsfeuerwehr hier in Wien. Dann dürfen die ohne mich weiter machen. Weil dann muss ich wieder eine neue Feuerwehr ausprobieren oder ein neues Skinpack. Und da könnt ihr mir weiter in die Kommentare schreiben, was ihr euch so wünscht. Könnt ihr mir auch gerne noch weiterhin zusenden. Ach genau, ich habe eben gewechselt. Das heißt, ich muss da rein, ne? Und, ach guck mal, jetzt ist hier... Das fällt mir gerade erst auf. Jetzt, guck mal, jetzt ist hier so grün drin. Sonst ist mir... Ich hatte ja schon mal Licht an, aber sonst ist mir das gar nicht so aufgefallen. Wie ist das denn eigentlich drin? Also ist das schon sehr warm drin? Also, oder ist es einfach normale Heizung? Oder hat man gar keine Heizung drin? Haben die nur vorne? Wie ist denn das hier aufgebaut? Ich weiß es gar nicht. Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da mehr zu wisst. Und ihr selber vielleicht sogar in der Feuerwehr seid. Das sind ja einige. Das sind ja echt einige, die immer dann in den Kommentaren über, sag mal, ihren letzten Fall berichten. Obwohl das eher weniger über deren Feuerwehr, sagen wir es mal. Ich glaube, man darf auch gar nicht so über die Einsätze berichten, meine ich. Oder darf man also keinen Namen nennen dabei? Wie ist das gesetzlich geregelt? Ist das so schweigepflichtmäßig so? Verteilt. Ah, wo ist der ETW schon wieder? Der steht da wohl immer noch. Ne, der ist jetzt auch unterwegs. Oder ist er einen anderen Weg gefahren? Das macht er schon mal gerne. Ah, da hinten könnte er kommen. So. Machen wir einsatzbereit auf Wache. Beziehungsweise machen wir... Komm, wir machen Statusmeldung nicht einsatzbereit, weil ihr wollt ja und ich möchte einen neuen Skin kennenlernen. So, am 5. September 2016 kam es zum Auffahrunfall zweier PKWs. Der Fahrer des Unfallfahrzeugs war eingeklemmt und musste durch die
Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst vor Ort kümmerte sich um Betreuung und Abtransport der Fahrzeuginsassen. Okay. Ja. Gut, Leute. Das war's. Ich hoffe, euch hat... Was ist das hier? Ich kann hier die Decke... Das ist ja interessant. Jetzt habe ich die aber hier gemobst außen. RTW. Jo, komm, wir legen sie mal hier hin. Sollen sie mal eher auf... Ist ja interessant. Ja, ich gehe mal woanders hin. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dann würde ich sagen, schreibt mir gerne Feedback zu diesem Skinpack in die Kommentare. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.